Jay? Jay was? Oh. Wer tritt da ein? Tut mir leid, aber Sensei ist nicht hier. Ich werd verrückt. Gute, gepanzerte Güte. Bruno, du hier? Meister Bowser, eure Schachlichkeit. Wie lange ist es her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben? Ich lerne hier im Dojo die Kunst des Kampfes unter der Anleitung von meinem großen Sensei. Er heißt Jitsu. Ihr müsst wissen, eure Jähornsigkeit, was? Schon damals, als ich euch auf eurem Feldzug diente, da wusste ich, dass ich Schmiedrich nie die Stirn hätte bieten können. Da bin ich nun hier und lerne. Aber eines Tages, da werde ich zurückkommen und euch stolz machen. Das verspreche ich. Gut, aber sorg dich nicht wegen mir, klar. Dazu habe ich nun auch noch brandneue Schergen und wir werden meine Festung zurückerobern. Du bleibst schön bei deiner Sache hier. Trainiere und lerne, als gäbe es kein Morgen. Hey, können wir mitlernen? Mein Sensei ist im Moment nicht da, aber er müsste bald wieder hier sein. Würdet ihr bis zu seiner Rückkehr vielleicht eine Herausforderung von mir annehmen und ein Hundchen mit mir bekämpfen? Okay. Super, aber einfach werde ich es euch nicht machen, damit das klar ist. Los geht's. Okay, Kampf gegen Bowsers ehemaligen Schergen, Budo. Wenn er unbedingt will. Boah, ein Stachelhund, wie cool. Okay. Bam. So, Melo, Schneemeister, mach mal. Achso, drehen! Boah, wie er aussieht mit dem Hut. Süß. Nice. Gupakracher. Wow. Das hat sehr viel Damage gemacht. Wir müssen aufpassen. Bam! Ultrasprung will ich mal ausprobieren. Aber macht eigentlich nur Sinn, wenn wir mehrere Gegner haben. Dann lasse ich es erstmal. Aber der Schneemeister ist nice. Ja, garantiert viel Damage. Für aber auch viele Blütenpunkte. Blumenpunkte. Bam, bam, bam. Daneben? Uff, wie stark! Oh, na, das war wohl zu erwarten. Du hast echt eben was drauf, Mario. Bodo, trotz deiner Unerfahrenheit hast du dich gut geschlagen. Hä? Sensei! Warte, was? Junge, das Ding sieht aus wie ein Planas. Aus Pokémon. Die Formwirke von Tangles. Sensei, dann war sie die ganze Zeit hier, nicht wahr? Oho, da hast also mein Ki gespürt. Nicht schlecht für einen neuen Schüler. Hi. Wow. Euer Kampfstil ist nicht so unbezwingbar, wie ihr vermutet. Wow. Fordert mich, so ihr ihn auf die Probe stellen möchtet. Ich akzeptiere jederzeit eine Herausforderung zum Kampf. Lass mal kurz sehen. Jo. Möchtest du mich herausfordern? Und ob ich das will. Na gut, wir wollen sehen, wie es wirklich um eure Tanftanen bestellt wird. Was auch immer. Blalas möchte kämpfen. Dreieck-Kick. Alter, wie Damage das gemacht hat. Wow. Na gut, wie du willst, Kumpel. Ich hätte Budo jetzt analysieren müssen, ne? Oh, hab ich es vergessen. Oh no. Wirkungslos? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Keine Anfälligkeiten. Die fehlt an Erfahrung. Du wirst mich nie besiegen können. Ey, wow. Alles klar, Kumpel. Was soll denn der Mist? Können wir wirklich nur so angreifen? Daneben. Alter Bowser. No way. Na, bringt nichts. Nee, es wird nichts bringen. Zack, ein bisschen Damage können wir zumindest noch machen. Wie weiche ich das? Ach, da in der Luft muss ich es ausweichen. Boah, schwierig. Echt schwierig, du. Bitte sag mir, dass diese Sprünge Damage machen. So. Wir kriegen ja bei 30 was, wurde uns letzte Folge gesagt. Aber übrigens, kommen zurück zur neuen Folge. Das könnte ich ja mal ausprobieren, ob ich die Anzahl erreiche. Nein, ich krieg's nicht. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Keine Ahnung, was soll ich tun? Ich versuch's nochmal. Das ist aber echt schwer mit den Sprüngen, ne? Das ist wirklich schwer. Ja, kannst du? Nein, warum? Jetzt! Ah,
Ein bisschen zumindest. Heil Mario und Mallow switch ich raus. Dankeschön. Wechseln zu Gino. Gino? Alle gehen. Nein, ich habe gerade nur einen. Daneben. Oh. Cool. Bam. Jetzt. Ja! Okay. So ein Grund macht das dann gar keinen Damage mehr. Boah, aber der Kampf, wo ich. Sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber der Kampf ist echt langweilig gerade. Ist einfach immer nur das Gleiche hier. Ah, ist klar, 100 Damage. Ist okay, Bro. Ich versuche aber weiterhin die 30 Sprünge. Ein paar One-Ups sammeln. Ah, zu spät. Ich habe da zu spät gemacht. Gebe ich zu. Ein bisschen abgefährt immerhin. Ah, keine Ahnung, Mann. Der Kampf ist super langweilig. Die Entwickler hätten das auf jeden Fall besser machen können. Ich muss einfach weiter, ne? Was soll ich schon machen? Leute, ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag gehabt. Aber ohne Witz, das sieht doch wirklich aus wie dieses Pokémon, oder? Die Vorentwicklung von Tangolist. Hieß doch Planas, oder? Jetzt. Ja. Okay. Gruppenkuscheln. Nice. Vielleicht zum Bowser wechseln? Bowser ist tot. Dann lass es halt. Lauf den Diskus. Den Diskus kann ich überhaupt nicht, leider. Ha! Ich versuch's einfach erneut. Hat so ein Haar. Ich meine, dadurch, dass er klein ist, ist er sehr, sehr flink. Das heißt, die Szene vorhin auf der Overworld macht Sinn. Ich finde aber sein winziges Cape irgendwie lustig. Ah, Mist. Nicht so gut ausgewichen, aber es geht eigentlich noch. Bam. Ja. Sehr nice. Machen wir den Gino-Strahl, den kann ich zumindest. Piu. Ja, macht aber auch nicht so viel Damage. Warum mach ich dann. Ah, toll. Warum mach ich denn so wenig Damage auf den? Was soll denn das? Mach mal die Wiederkehr. Dankeschön. Ah, hätte ich es richtig getroffen, hätte er jetzt wahrscheinlich eine volle Heilung bekommen, oder? Schütze die gesamte Gruppe vor einem einzigen Angriff. Lass mal lieber eine andere Kombi machen. Dafür muss ich aber Peach auswechseln, nicht Gino. Ha! Einfach! Und darf ich! Oh, das war's! Glück gehabt! Ich habe euch unterschätzt! Eure Kampfkunst kann sich sehen lassen! Doch rühmt euch nicht allzu sehr, denn meine Niederlage war Absicht! Ja, ja! Und nun fordere ich von euch Revanche. Revanche? Nein, Gnade. Ich will eure Furcht. Ey. Nun wird es spannend, Mario. Bist du fähig, den Meister aller Meister zu besiegen? Ich habe ihn doch gerade besiegt. Oder muss ich ihn nochmal besiegen? Oh, bitte nicht. Bitte nicht. So, hier waren wir noch nicht drin, ne? Genau. Hallo. Müde? Ruhen Sie sich doch hier aus. Grüße das Grimme Gruseltrio. Hi, du da. Oh. Das ist eine Lampe. Ah, kann ich schaden. Ein bisschen rauskommen, ein bisschen schlafen, ein bisschen Heilung. Hä? Gruseligen Gruß. Schnitter mein Name. Winzisch, haarig zu schlummern. Ich bin Buhu. Ein hohles Hallo von mir. Gestatten Knochentrocken. Wir sind das Grimme Gruseltrio. Der schläft. Und wie? Schaut mal, sogar so eine Riesenblase kommt aus seiner Nase raus. Naja, vielleicht hört er uns ja trotzdem im Schlaf. Hey du, wir wollen eine Runde mit dir spielen. Das Spiel heißt Finde die Flaggen. Und so läuft die Sache. Jeder von uns dreien versteckt jetzt eine Flagge. Und zwar irgendwo auf der ganzen Welt. Genau, und wenn du alle drei Flaggen findest, gewinnst du einen schaurig schönen Preis. Kapiert?
Klasse, dann verschwinden wir mal und verstecken unsere Flaggen. Süße so Träume so lange. Wir sind bald zurück. Bis denn. Oh, okay. Bitte warten Sie kurz. Das große Trio ist gleich wieder für Sie da. Kannst reden? Okay. So, bin ich wieder. Ich habe ein tolles Versteck für meine Flagge gefunden. Und zwar ist sie hinter einer hölzernen Blume. Okay, ich glaube, ich weiß sogar, wo das ist. Bin wieder da. Meine Flagge ist auch toll versteckt und zwar unter einem grünen Bett. Grünes Bett? Weiß ich gerade nicht. Tagchen, Tagchen. Du wirst nie erraten, wo meine Flagge ist. Und zwar befindet sie sich ganz genau zwischen O und A. Du meinst doch wohl eher A und O, oder? Achso, unsere Flaggen sind völlig unsichtbar. Wenn du also glaubst, du hast ein Versteck gefunden, dann so schon gründlich, ja? Muss schon immer A drücken. Sehr schön gründlich A drücken. Auf bald und guten Morgen. Okay, warum das Ganze? Na gut, die hölzerne Wand, die weiß ich zumindest, wo das ist. Die hölzerne Blume. Bett? Ja, es gibt so viele Häuser mit Betten. Wo warst du mal ein grünes Bett? Und O und A? Muss ich mal überlegen, wo das sein könnte. Aber okay, neues Sidequest haben wir gestartet. Oh. Ernsthaft? Ernsthaft? Hier war die ganze Zeit ein Speicherpunkt? Really? Oh Mann. Hallöchen. Monsterschlupf dankt Ihnen für Ihren Besuch. Ach, ich komme wieder raus aus dem Monsterschlupf oder was? Oh. Aber den Froschkrosch, den nehme ich nochmal mit. Alles klar. Bring. Okay, ich schätze, jetzt könnten wir uns halt ein bisschen noch auf der Overworld umschauen, ne? Bevor wir weitermachen. Oder? Ich würde sagen, ja. Oh. Ja, genau, Randland. Genau, da wollen wir hin. Hier ist das Monsterschlupf. Okay. Ja. Dann gleich mal kurz einen Cut machen und schauen, was wir noch so alles unternehmen können. Oh, es scheint so, als gäbe es hier ein neues Musikstück. Zu diesem Lied tanzt der Superstar von Monsterschlupf. Hoppla, den Rest habe ich vergessen. Wie jetzt? Was soll das denn bedeuten? Und woher soll ich bitte herausfinden, was für eine Melodie ist? Sonst hat es mir immer gesagt. Okay, sonst machen wir das halt ein andermal. Weil das ist mir zu wenig Info, um ehrlich zu sein. Nee, da kann man auch nur die Lektion nochmal geben. Nee, dann gehe ich erstmal woanders hin. Machen wir das später oder so. Hier im Pilzkönigreich gibt es noch ein kleines Easter Egg. Und zwar, wenn man hier mit dem redet. Unsere Besucherin erholt sich von intergalaktischen Strapazen. Kein Lärm bitte. Intergalaktische Strapazen? Wer denn? Wer könnte das nur sein außer Samus? Warum dampft sie so? What a brain. Okay. Sie macht sich für ready für Mother Brain. Boing, boing, boing. Was auch immer sie hier im Pilzkönigreich zu suchen hat. Aber ja, Link und Samus sind scheinbar auch in der Mario-Welt. Interessant. Dachte ich's mir doch. Wenn ein Haus ein grünes Bett hat, dann wohl Marios, oder? Knochentrockensflagge gefunden. Da haben wir die erste der drei Flaggen, die wir suchen sollen. Weiß nicht, ob das jetzt letzte Folge oder diese Folge war, ich hab's vergessen. Aber auf jeden Fall, das ist eine der drei Flaggen. Ich weiß auch jetzt, wo die anderen sind. Ja. So. Also das gerade habe ich selber rausgefunden. Die Flagge hier auch und die letzte musste ich nachschauen, weil das war ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall hier, bei dem Schild, genau, hinten der Seite, ist die Schnittersflagge. Wir sollten ja nach einer hölzernen Blume suchen. Naja, sieht ein bisschen aus wie ein Froschkopf, aber es ist trotzdem mehr oder weniger eine Blume, also zählt schon noch. So, was soll das heißen zwischen O und A? Zwischen O und A ist natürlich das Wort Goal gemeint, hier auf Yoshi's Island. Ja. Das heißt, wir... Okay, Mario, ich dachte, du spawnst oben und nicht unten. Okay, gut zu wissen. Aber ich habe gesehen, die machen jetzt wieder Rennen. Die haben jetzt wieder... Stimmt, die machen die wieder Rennen. Oh, hier hat sich ein bisschen was geändert. Muss mal gleich schauen. Wenn wir einfach hier prüfen, steht auch schon direkt prüfen. Buhus Flagge erhalten. Wir haben alle drei damit gesammelt. Wow! Reiten wir auf Yoshi! Juppo! Grüß dich, alles fröhlich! Für Kekse einzeichnen, für Kekse abheben, alles knusprig. Und bei dir? Knusprig, keksig!
köstlich. Und die Stimme hier ist auch besser, als sie es je zuvor war. Okay, ich will Kekse abheben. Welche Riese möchtest du denn abheben? Ich hab doch gar keine. Oh. Am schönsten ist es, wenn alle zusammen gegeneinander antreten. Bitte, alles klar, mit dir laufen könnte ich den ganzen Tag. Lieber rennen. Ach ja, weißt du, dass ich, was ich gleich gesehen habe? Ein Stern, der von mir gefallen ist. Das war irgendwo über Mauldorf. Ja, okay, kommt ein bisschen spät die Info, aber danke. So, das kam nicht zweimal vor. Staudo, wie er sie verputzt. Der wird irgendwann noch riesengroß. Meinst du, der kleine Baby-Yoshi hier? Ich finde es übrigens interessant, dass wir hier einen Baby-Yoshi sehen. Die ist ja eigentlich dann erst in, also so richtig erst in New Super Mario Bros. U gibt. Finde ich sehr interessant. Hey, der will sicher ein paar Yoshi-Kekse. Magst du welche schenken? Meinetwegen. Wie viel soll er kriegen? Wie glaube ich denn? 3? Dann gebe ich ihm mal 2 Stück. Ich hoffe, du bist jetzt glücklich, Kumpel. Hey, was macht ihr denn hier? Hui, wie hast du es denn dort hochgeschafft? Das musst du mir unbedingt mal beibringen. Was? Hallo Mario, Raps hier schafft es noch nicht mal rauf in Yoshis Sattel, aber ich habe ihn trotzdem so lieb. Also so schwer ist es jetzt auch nicht. Ey, willst du was von mir? Lass uns mal ein Wettrennen machen. Ich brauche mal Kekse für den Yoshi da oben. Ich steige ab und schaue Yoshi zu. 1:1,5:1. Aha. Gut, viele Kekse wechselst du. Ein Keks, ich habe nur noch einen. Let's go. Unser letzten Keks. Ich werde mein allerbestes geben. Juhu. Du schaffst das, Yoshi. Okay, in meinem Rhythmus war das doch, ne? Du. Oder macht man das nur, wenn man selber spielt? Ich weiß es nicht. Ich tue trotzdem mal. Vielleicht hilft es. Also auf jeden Fall sind wir gerade vorne. Oh, der Rote. Ja. Yay. Gute Job. Einen weiteren Keks erhalten. Ja, ich glaube, ich mache noch ein Rennen. On-Screen. Vielleicht mal noch ein paar Off-Screen oder so. Und dann machen wir weiter. Hallo, Boschi. Diesmal möchte ich mitrennen. 2,5:1. Okay, komm. Ich reise Yoshi diesmal. Und ich wette... Hä? Wieso habe ich nur einen? Einen Keks. Oder kriegt man dann gar nichts? Hä? Verstehe ich gerade nicht. A, B. Jetzt habe ich es. A, B. A, B. Ja? Das Timing ist ein bisschen weird. Aber ich glaube, ich hab's. Nein! Ah, verloren! Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hä? Lol. Wenn ich Y drücke, kann ich mit Yoshi springen. Und dann macht er so seine Zunge raus. Interessant. Ja, und jetzt? Scheint der zu sein. Wir kriegen jetzt neue Yoshi-Kekse. Verdammt! Wow! Yoshi, ich brauche noch mal kurz deine Hilfe. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie kriege ich keine neuen Yoshi-Kekse? Kekse einzahlen. Aber welche denn? Das ist doch gar keine zum Einzahlen. Verdammt. Und ich kann den armen kleinen Baby-Yoshi nicht füttern. Oh no. Oh no. Ja, okay, dann müssen wir die Sache hier mit Yoshi später abschließen. Das kann ich dann jetzt leider noch nicht tun, weil ich nicht weiß genau, wie ich neue Yoshi-Kekse bekomme. Oder vielleicht gucke ich das auch nach. Mal schauen. Ah, wenn man mit ihm redet und man keine Kekse hat, dann gibt er einem wieder 3 Kekse, dass man wieder von vorne anfangen kann. So, und ich glaube, wie man die Kekse farmt, damit man den kleinen Baby-Yoshi füttern kann am Ende. Oder man sie fürs Battle benutzen möchte, aber lohnt sich jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich. Auf jeden Fall muss man da mit Boschi reden und mit ihm ein Wettrennen machen. Ich steig diesmal ab und schaue zu. Und überlege, wie das ungefähr funktioniert. Genau, also ich gebe erstmal alle 3 Kekse, weil ich die verliere, kann ich sowieso wieder mit dem einen Yoshi reden. Das sollte nicht so schlimm sein. So, du schaffst das, Yoshi. Du schaffst das. Okay. Ja, also basically muss man hier einfach nur ganz viele Rennen machen.
Entweder du machst das hier, wo es halt ein bisschen mehr glückbasierend ist, aber meistens gewinnt Yoshi, aber nicht wirklich immer. Oder ihr macht halt so, dass ihr selber mitrennt, falls ihr keine Lust habt auf dieses Glücksspiel hier. Ich mache lieber das Glücksspiel persönlich. Und ja, dann kriegt ihr ganz viele Belohnungen. Und das müsst ihr einfach immer wieder und immer wieder machen. Ich glaube, man braucht, ich habe gerade nachgesehen, warte. Genau, man braucht ungefähr 30 Yoshi-Kekse für den Baby-Yoshi. Denn dann ist er patzert. Ja. So, man kriegt immer nur, einen Keks? Oder wie ist das? Okay, ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Ich gebe mal hier einen Keks, weil ich so nett bin. Ja, am besten merkt ihr euch, wie viele Kekse eben schon gegeben hat. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 insgesamt gegeben. Das heißt, ich muss auch 27 machen. Ich mache das mal offscreen und dann schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Oha, also ich muss aber ganz kurz unterbrechen, ja. Ich habe ein paar Glücksspielchen gemacht, aber irgendwann werden die zu schwer für den Yoshi. Dann habe ich jetzt mal selber geritten und das war wirklich schwer. Da müsst ihr fast alles perfekt machen. Ich habe auch fast alles perfekt gemacht und dann habe ich es gerade auch so geschafft. Ich habe gerade 16 Stück bekommen. Habe ich das richtig gelesen? Wenn wir kurz auf Yoshi absteige. Ich habe angeblich 16 Yoshi-Kekse bekommen. Die sieht man hier nicht. Warte, dann sieht man die wahrscheinlich hier in Items, oder? Oder? Ja, hier. Oh, boah. Ja. Maximale Anzahl Treffer. Ah, man kann sie nur 20 tragen. Ja, dann würde ich sagen, gebe ich direkt mal 6 davon weg. An den kleinen Baby-Yoshi. Weil man kann ja bis zu 10 wetten. Dann kriegt man am Ende 20. Also hat man am Ende 20, meine ich. So, dann. Gute Idee. Wie soll er kriegen? Ich gebe ihm mal hier die 6 Stück. Und dann versuche ich jetzt nochmal ein Wettrennen zu gewinnen. Wünscht mir Glück. Boah, das war richtig knapp. Der Gelbe hatte so einen Turbo. Wenn ihr hier 1-2 Kekse behält und nicht wettet, dann könnt ihr die benutzen für einen kleinen Turbo-Boost. Das kann ich euch empfehlen, falls ihr nicht so gut seid in dem Game. Nur bedenkt, dass ihr dann 1-2 Rennen im Endeffekt beim Farmen dann mehr machen müsst. So. Was? 15 Stück nur? Hm? What? Ich dachte, ich krieg da mehr. Okay, seltsam. Wie viel habe ich jetzt gegeben? Ich habe insgesamt 9 gegeben, ne? Okay, dann fehlt mir noch ein bisschen was. So, ich gebe dem kleinen Racker schon mal ein bisschen was. Wow, gute Idee. Ganz gut. Oh, einer. Jetzt hat er 10 Stück. So, jetzt fehlen noch 20. Ich bin mir sicher, das ist die Zahl. Bin mir aber nicht sicher, wie viel ich ihm jetzt geben soll. Ich gebe ihm erstmal... Ich gebe erstmal 4 Stück, kann ich wieder auf 10 wetten. So, hat er jetzt 14. Alles klar. Oh, danke. Dafür, dass ich jetzt einen großen Vorsprung hatte aus irgendeinem Grund, habe ich jetzt 25 bekommen. Okay, volle Tasche nicht. Wir machen einen Keksüberschuss von 5 für dich. Insgesamt habe ich damit 5 Stück von dir. Ah, sehr nice. Okay, Freunde, damit sind wir durch mit Farmen. So, ich schenke ihm jetzt ein paar. So, 20... Nee, er braucht gar nicht 20 Stück. Wie viele braucht er denn? Ich habe ihm 14 gegeben, brauchte 16 Stück, ne? Dann gebe ich ihm mit 16 Kekse. Aber wenn ich jetzt nochmal mit ihm rede... Er will immer noch ein paar. Habe ich verzählt? Ich kann mir mal 2 geben. Vielleicht ist er zufrieden oder... Weiß man es einfach nicht. Okay, ich bin mir sicher, ich habe ihm jetzt genug gegeben. Ich weiß noch nicht genau, wann das updatet. Vielleicht, wenn ich raus und reingehe aus dem Level. Das könnte sein, dass er dann updatet. Ah, ich möchte Kekse abheben. Ich habe 5 Kekschen von dir. Ich möchte alle haben. Bitteschön. Ansonsten sind keine mehr da. Also nicht leichtfertig verschwenden, ja. Ich versuch's. Kleiner Yoshi. Ich versuch's. Yoshi, ich bitte. Okay. So, jetzt versuchen wir mal, ob wir das jetzt schon machen können oder erst später im Spiel. Lass mal sehen. Boah, mein lieber Scholli, der ist aber schnell gewachsen, du. Der ist jetzt ein Big Yoshi. Bring on. Das ist so ein Meme. Ich liebe es. Mann, jetzt so ein paar Kekse zu haben, wäre echt geil. Lecker Schmecker.
Willst du ihm noch mehr Kekse schenken? Aber klar doch. Boah. Hier, 3 Stück. Wow, wie großzügig von dir. Okay. Gibt er mir noch irgendwas? Nie und nimmer. Schade. Okay, ich weiß wirklich nicht, wie die Belohnungen sind. Ich habe 5 gewertet, ich krieg 20. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch mal ein paar Rennen gemacht. Bin jetzt bei den 20 angekommen. Und bei dem Big-Yoshi hier ist das so, wenn man ihm eine große Menge an Keksen auf einmal gibt, sowas wie, sagen wir mal, so 10 auf einmal, dann rastet er total aus. Puh, ich bin total vollgestopft. Die nächsten Wochen wird gefastet. Stärketrank gehalten. Von dem kriegen wir nämlich coole Items. Wie unter anderem diesen Stärketrank. Wollen wir uns den mal... Menü? Wenn wir uns den mal hier anschauen. Ach, der ist ja gar nicht. Wo ist er denn? Unter Items. Stärketrank. Erhöht die Angriffskraft des Anwenders im Kampf. Also sowas wie so ein... So ein... X-Attack. Wie bei Pokémon oder sowas. Glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier haben wir ihn, den Big-Yoshi. Ja, das war das ganze Event, das ich euch jetzt zeigen wollte mit den Yoshis. So. Und jetzt gehen wir weiter. Und machen noch ein paar kleinere... andere Dinge. Wie zum Beispiel zurück zu Borstus Tower. Und was macht der denn hier? Ich wollte eigentlich noch was anderes nachschauen, ob ich auch alles habe, aber auf einmal ist er hier. Hey. Hi, hi, hi. Tut mir leid. Nein, ganz schrecklich leid, was da vorher so passiert ist. Ich weiß was. Ich mach's wieder gut. Was noch erinnern könnt, wir haben gegen ihn noch jemand anderem gekämpft, wie so ein Bosskampf. Na, erschrocken. Alles klar, das war ja nur zum Üben. Jetzt legen wir wirklich los. Alles bereit? Was denn? Rate, in welcher Hand der gelbe Ball ist. Falls du das kannst, dann pass jetzt mal gut auf. Also, welche Hand ist denn? Berühre die Hand, in der der Ball ist. Ich glaube hier. Sehr gut. Hier ein Preis für den Gewinner. Ein Pilz. Das war's. Nur ein Pilz. Ein Rindchen gefällig? Ja, okay, warum nicht? Okay, gelbe Ball. Ja, linke Hand. Ist gut, noch ein Pilz. Okay, kann man noch was anderes verdienen? Das ist einfach nur so das Verfahren. Bisschen Pilze farmen. Trockenpilz? Was ist das denn? Hatten wir schon mal einen? Nope. Einfach. Wow, ein vertrockneter Pilz. Menü. Steht zum Trockenpilz noch was anderes? Nee. Hm? Wozu habe ich Trockenpilze? Komm, eine Runde mache ich noch. Obwohl ich eigentlich nicht hierfür da bin. Links. So schwer ist es nicht. Man kriegt wirklich Trockenpilze. Vielleicht kann ich dir diesen Pilzschmecker geben. Was anderes würde mir nicht einfallen. Na gut, lassen wir es erstmal. Hö, wer ist das denn? Narlekin? Interessanter Name, aber der ist auf jeden Fall neu. Hier können wir kurz Gedanken lesen. Hat ein echt cooles Design. Ich mag ja solche Jasper Clown Designs. Keine Ahnung, was auch immer, wie das auch heißt. Sieht einfach lustig aus. Hä? Und das alles ohne Träger und doppelten Boden. What? Was soll das bitte bedeuten, Mann? Oh, stimmt, wir sind ja jetzt richtig stark hier in dem alten Gebiet. Bam. Und das Timing für dieses für Regenschirm habe ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen besser drauf. Ja. Ich bin noch am gucken, weil ich dachte, mir würde hier noch was fehlen in Borstus Turm, aber irgendwie scheine ich doch alles zu haben. Doch nicht. Ich wusste, mir würde noch was fehlen. Hier in diesem Raum fehlt mir noch was. Und zwar, wenn man da drauf springt, ist da oben noch was. Eine Wundertüte. Ich weiß nicht genau, was die macht. Muss mal sehen, ob die hier zu sehen ist, die Wundertüte. Da, Wundertüte. Prall gefüllt mit Münzen. Okay. Und wieso kann ich die nicht öffnen? Oder ist die hier irgendwo? Nee. Hm. Komisch. Aber ich wusste, wir haben noch was übersehen. Deshalb schnell nachgeholt. Kein Ding. Und weiter geht's. Oh, hier ist noch eine Cutscene. Hä? Ich frag mich ja, wann wohl meine nächste Braut vom Himmel purzelt.
Was? Okay, lustiges kleines Easter Egg gibt's hier wohl. Das kam aus dem Nichts, lass ich mal drin. Okay, dann gehen wir, würde ich sagen, erstmal zurück hier zum Randland und machen noch ein klein bisschen weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Theoretisch, wenn man genug Geld hat, kann man sich hier übrigens jedes Mal einen Stern kaufen und hier ein bisschen XP farmen. Ist das nicht so viel, aber ist machbar, falls ihr drauf Bock haben solltet. Und ja, beim nächsten Mal nehmen wir dann die Hilfe an von dem Cooper Express und erklimmen dann oben diese steinmauernde Wand. Also seid auf jeden Fall dann dabei, wenn es soweit ist. Und bis dann. Es fehlen wirklich nur noch 2 Sterne, habe ich gerade gesehen. Wow. Wir sind echt fast.